Willkommen zurück zu SFS Tutorial. Heute geht's zur Venus. Ich sag's mal vornherein schon, zur Venus zu kommen ist schwer und zurückzukommen ist noch schwieriger. Das heißt, ihr solltet euch auf jeden Fall schon ziemlich gut mit dem Spiel auskennen. Und ich mache das Ganze halt ohne Expansion. Das heißt, ihr könnt das auch machen, wenn ihr eben keine Expansion gekauft habt. Mit Expansion ist natürlich leichter, weil es dann bessere Triebwerke gibt. Wie zum Beispiel eben das Frontier-Triebwerk oder eben auch das Titan-Triebwerk. Die haben halt einfach mehr Schub und sind auch effizienter. Deshalb wäre es ganz nützlich, die zu nutzen. Aber ich versuch's mal ohne. Wir fangen natürlich an mit dem Bau der Rakete. Dazu brauchen wir wie immer einen Fallschirm und eine Kapsel. Danach brauchen wir einen Separator und einen mittleren Treibstofftank. Darunter kommt ein Valiant-Triebwerk. Dann brauchen wir kurz Symmetriemodus und hier eine Steuerdüse. Dann brauchen wir noch einen Separator. Und dazwischen muss so ein Feld frei bleiben. Das brauchen wir unbedingt und ich erkläre euch auch gleich warum. Als nächstes brauchen wir hier einen Treibstofftank, einen kleinen und zwei große nebeneinander. In der Mitte kommt noch ein Valiant-Triebwerk und an die Seite nochmal zwei. Dann noch Landebeine und ihr seht, das wird unsere Landestufe. Das landet auf der Venus. Und jetzt packen wir hier noch zwei von diesen seitlichen Abdeckungen oder aerodynamischen Abdeckungen hin. Und hier verstecken wir zwei kleine Fallschirme, damit wir auf der Venus landen können. Die Venus hat halt eine sehr, sehr dichte Atmosphäre, dass wir auch ohne irgendwelchen Treibstoff landen können. Dann bauen wir auch noch gleich ein paar Booster dafür. Die brauchen wir nämlich, um ein bisschen mehr Schub und ein bisschen mehr Treibstoff zu haben. Und da brauchen wir hier so einen seitlichen Separator, ein strukturelles Teil und ein Triebwerk. Natürlich mit Symmetrie. Und dann packen wir hier zwei große Treibstofftanks hin und eine aerodynamische Abdeckung. Dann haben wir die obere Stufe fertig. Jetzt kommt die untere Stufe dran. Da brauchen wir wieder zwei Separatoren. Einen mittleren Tank in der Mitte und darunter ganze drei Tanks und noch ein Triebwerk. Und ihr seht unten rechts, Schub pro Masse ist bei 1,05, das heißt, es reicht nicht. Deshalb werden wir noch sehr große Booster hinzufügen. Und zwar hier insgesamt 5 von den Hawk-Triebwerken. Und ich mache das mal mit Symmetrie. Auf jedes Triebwerk so zwei große Tanks. Dazwischen noch diese seitlichen Separatoren. Und hier mittlere Tanks und kleine Tanks. Ihr könnt ja auch die da nehmen. Ja, das sind dann dieselben. Aber ich weiß nicht genau, ob man die auch ohne Expansion hat. Dann noch aerodynamische Spitzen. Machen wir so und auch einmal so. Und damit es ein bisschen besser aussieht, schnappe ich mir noch so eine aerodynamische Abdeckung und packe die hier drunter. Das war's auch schon. Unten rechts könnt ihr ja sehen, Schub pro Masse ist bei 1,41. Das heißt, wir können auf jeden Fall gut abheben. Und falls ihr es nicht hinkriegt, sage ich euch mal so, ihr könnt fast gar keinen Treibstoff mehr hinzufügen. Also das ist schon ziemlich maxed out. Und wenn ihr keine Expansion habt, dann ist das auch alles, was ihr an Bauplatz habt. Also mehr geht nicht. Ihr solltet auf jeden Fall schon mal beim Mars gewesen sein, um so ein bisschen Übung zu haben. Und natürlich auch schon das Erdorbit, ein Erdorbit erreicht haben. Aber ich würde sagen, fliegen wir einfach los und schauen mal, wie es wird. Als nächstes müssen wir die unteren 5 Triebwerke anmachen. Und zwar klicken wir einfach drauf.
machen rechts Schub auf 100% und klicken auf An. Dann seht ihr oben links, da steht Angle. Dieser Anzeige müsst ihr einfach folgen. Ja, also jetzt ist sie auf 5, das heißt, wir drehen uns ein bisschen, bis wir bei 5 sind. Und das geht dann halt die ganze Zeit so weiter, bis wir halt einen Punkt haben, der eben im Weltall ist, also wenn der höchste Punkt hier im Weltall ist. Jetzt haben wir hier unseren Punkt im Weltall. Also ihr seht ja hier diese Linie, das ist das Ende von der Atmosphäre und darüber ist halt Weltraum. Das heißt, wir kommen in den Weltraum und unsere Geschwindigkeit ist bei über einem Kilometer pro Sekunde. Das heißt, wir sollten es schaffen. Das ist so eine kleine Faustregel. Und jetzt haben wir hier noch ein bisschen Treibstoff in den seitlichen Boostern. Das würde ich gerne zum Zentrum rüber transportieren. Einfach auf den Treibstofftank und auf den anderen Treibstofftank können wir das schon wegmachen. Und dann können wir das schon wegmachen. Jetzt fokussieren wir unsere Rakete und machen wieder das Triebwerk an. Jetzt haben wir hier nur noch eins, aber das sollte immer noch reichen. Und jetzt seht ihr hier den Punkt, wie er sich ein bisschen auf uns zu bewegt. Und ihr solltet versuchen, dass er möglichst nah an euch dran ist, aber nicht zu schnell bewegt. Ja? Also wenn er zu schnell auf euch zukommt, dann dreht einfach nach links. Wenn er zu schnell von euch weggeht, dann dreht einfach ein Stück nach rechts. Zum Beispiel drehe ich jetzt ein Stück nach rechts, um näher ranzukommen. Je näher ihr halt dran seid, desto effizienter seid ihr. So, und jetzt kommt er ziemlich schnell auf mich zu, das heißt, ich drehe ein bisschen in die andere Richtung, dass es halt wieder still steht. So, und wir haben gleich auch keinen Treibstoff mehr, das heißt, wir aktivieren die Booster hier von der zweiten Stufe, und zwar möglichst gleichzeitig. Und jetzt, und die beiden Separatoren einmal anklicken, und hier, jetzt stoppen wir mal kurz und drehen uns wieder ein bisschen, weil wir hier mehr Schub jetzt haben. Und wir warten halt, bis wir eine Geschwindigkeit von etwa 1,7 Kilometern pro Sekunde haben. Und wir haben einen niedrigen Orbit erreicht, ja, 1669,5. Aber wir haben hier einen Erdorbit. Jetzt können wir nochmal anklicken und Fokus beenden. Und können wir auch einmal ein Quick Save erstellen. Da schreibe ich jetzt einfach mal Orbit. Ist im Grunde egal, was ihr da reinschreibt. Ihr solltet auf jeden Fall abspeichern, vor allem beim ersten Mal. Ich brauche das eigentlich nicht mehr, ich mache es aber trotzdem, um euch zu zeigen. Dann gehen wir natürlich raus, wir zoomen einfach raus. Und jetzt haben wir hier einen Teil vom Sonnensystem. Wir klicken auf Venus und auf Navigiere zu. Und dann, ja, ich spule mal kurz vor, um es euch zu zeigen. So, jetzt haben wir hier zwei Punkte und eine gestrichelte Linie. Wir haben einmal den Transferpunkt und den Begegnungspunkt. Und diese gestrichelte Linie ist unsere theoretische Flugbahn. Und die Sache ist die, wir müssen versuchen, dass der Transferpunkt genau auf der Erde ist. Und dazu nutzen wir halt den Zeitraffer. Und dann gehen wir einfach ein bisschen weiter vorwärts. Jetzt bremse ich auch einmal. Und jetzt haben wir den Transfer schon. Jetzt seht ihr der Punkt, also der Transferpunkt ist auf der Erde. Und wenn wir näher rangehen, dann ist der Transferpunkt auch hier. Das heißt, wir können einmal umdrehen, sodass die Kapsel zum Pfeil zeigt. Und dann nutzen wir wieder ein bisschen vom Zeitraffer. So, Zeitraffer vorwärts.
Und kurz davor stoppt ihr halt wieder den Zeitraffer. Dreht euch in die richtige Richtung und auf an. Und dann wartet ihr einfach. Ihr seht jetzt hier, die Apoapsis, also der höchste Punkt, wird größer. Das heißt, wir geben hier ganz schön Gas. Und jetzt warten wir einfach, bis dieser Punkt den Einflussbereich von Erde verlässt und in Richtung Venus geht. Jetzt seht ihr da auch so eine Anzeige. So viel Geschwindigkeit müssen wir noch erreichen. Und jetzt haben wir auch schon einen Austritt aus dem Einflussbereich der Erde und sind auch schon auf dem Weg zur Venus. Jetzt seht ihr da auch schon den Punkt Begegnung. Jetzt fokussieren wir Venus und machen noch ein bisschen weiter, bis der Punkt sehr nah an der Venus dran ist. Vielleicht auch schon so. Ist nicht schlimm, wir werden es eh noch bearbeiten. Dann Zeitraffer auf 5 machen und auch einmal wieder abspeichern. Einfach um sicher zu gehen. Machen wir einfach neues Quick Save. Diesmal nenne ich es nicht. Jetzt gehen wir wieder raus und machen den Zeitraffer weiter. Und zwar bis wir ganz kurz vor der Venus sind. Dann gehen wir wieder aus dem Zeitraffer raus. So, Zeitraffer auf 1. Und jetzt bearbeiten wir unsere Flugbahn noch. Wobei das tatsächlich schon ziemlich gut ist. Dazu habe ich hier die RCS-Düsen angebaut. Und da sind so, ich sag mal so zwischen 17 und 20 Kilometern ganz gut. Und jetzt nutzen wir hier den Treibstoff von unseren Boostern und bringen das wieder in den zentralen Treibstofftank. Und wenn ihr halt so fliegt wie ich, habt ihr so klitzekleines bisschen Treibstoff übrig. Das kleine bisschen wird uns am Ende nicht stören. Ihr solltet hier im zentralen Treibstofftank so mindestens 75% haben. Dann solltet ihr es auf jeden Fall noch schaffen, weiter drunter, und ich kann es euch halt nicht mehr versprechen. Es kann halt trotzdem noch funktionieren, aber ja, ich verspreche euch nichts. Dann gehen wir wieder ein bisschen raus und nutzen wieder den Zeitraffer. So, wir sind im Einflussbereich von Venus und jetzt warten wir noch ein bisschen länger. Und jetzt gehen wir wieder aus dem Zeitraffer raus. Und was wir jetzt machen, ist unsere Booster abmachen. Ja. Und dann nutzen wir einfach den Zeitraffer, bis wir in der Venus-Atmosphäre sind. So, 6 Kilometer. Wir sind in einem relativ niedrigen Bereich jetzt. Wir können mal rauszoomen und uns ein bisschen umgucken. Okay, da sind einige Berge. Mal schauen, wo wir landen. Das kann man halt nicht so gut voraussagen. Und wir haben auch schon 3 Kilometer erreicht. Das heißt, wir werden jetzt gleich die beiden Fallschirme öffnen. Und zwar jetzt 1, 2 und dann wären wir auch schon ganz schön langsam. Jetzt haben wir nur noch 50 Meter pro Sekunde. Am Anfang hatten wir irgendwie 2200. Und jetzt zoomen wir ein bisschen ran und wir können sehen, wir werden an einem großen Berg landen. Auf jeden Fall. Und jetzt sind wir unter 1 Kilometer, jetzt können wir auch die Landebeine ausfahren, damit wir sicher landen können. So, können wir noch ein bisschen näher rangehen. Okay, wir werden auf so einem, oder neben so einem kleinen Plateau landen. Und die Fallschirme sind komplett geöffnet. Das heißt, wir werden schön langsam, 7,3 Meter pro Sekunde.
Spätestens jetzt solltet ihr die Landebeine ausfahren. Und hier haben wir auch den großen Berg. Auf jeden Fall. Und da ist so ein kleines Plateau. Gleich sind wir gelandet. Noch 30 Meter. 20. 10. Und eine recht harte Landung. Aber was soll's. Wir sind gelandet. Mit 100% Treibstoff im unteren Tank. Und jetzt empfehle ich euch wieder abzuspeichern. Ich mache mal nur L für Landung. Ist ja irgendwie logisch. Und dann, ja, können wir auch ein bisschen umschauen. Also ist relativ egal, was ihr jetzt macht. Einfach mal ein bisschen umschauen. Ja, Venus ist halt ein sehr heißer Planet. Genau gesagt, der Planet mit der heißesten Oberfläche liegt unter anderem daran, dass die Atmosphäre so dick ist. Und ist auch so einer der Gründe, warum der Klimawandel existiert. Merkur zum Beispiel hat keinen Klimawandel. Der hat ja auch keine Atmosphäre. Und los geht's. Fliegen wir wieder los. Landebeine einfahren. Und dann warten wir einfach. Wie auch beim normalen Erdorbit müssen wir hier anfangen uns zu drehen. Hier müssen wir aber noch länger warten, weil die Atmosphäre zum einen natürlich viel dicker ist, zum anderen auch höher. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber die Atmosphäre geht hier bis zu 40 Kilometern und auf der Erde nur bis zu 30. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen gucken. So. Und ich würde sagen, bei 5 Kilometern drehen wir uns dann zum oberen rechten Bildschirmrand. Also jetzt haben wir 5 Kilometer. Und jetzt drehen wir uns ein bisschen. Und ich würde sagen, so bei 7500 drehen wir uns noch ein bisschen. Da habe ich mich halt nicht genau festgelegt. Sollte trotzdem alles klappen. Und dann fliegen wir einfach weiter. Wir haben schon 11 Kilometer erreicht. Deshalb würde ich noch ein bisschen weiter drehen. Aber viel mehr würde ich auch nicht machen. So, noch 10, 10%, 5, 4, 3, 2, 1 und Separator. Und Triebwerk und wieder 100%, damit wir weiterfliegen können. So, und jetzt braucht ihr etwa, so ähnlich wie bei der Erde, so etwa 900 bis 1000 Meter pro Sekunde. Und der höchste Punkt sollte natürlich über 40 Kilometer sein. Jetzt müssen wir noch eine Weile warten. Ja, wir können erst bei 35 Kilometern in den Zeitraffer übergehen. Und solange können wir hier unsere winzig kleine Kapsel noch angucken. Wir haben noch 74% Treibstoff. Das sollte auf jeden Fall klappen, da wir jetzt nicht mehr viel Treibstoff brauchen. Venus hat zwar eine dichtere Atmosphäre als die Erde, aber hat dafür eine geringere Gravitation. Und jetzt machen wir wieder Triebwerk an. Und wie vorher, achtet auf den Punkt. Wenn er auf euch zukommt, dreht ein bisschen nach links, wenn er von euch weggeht. Bisschen nach rechts und seid möglichst nah dran, ja, so und wieder ein bisschen nach rechts und wir haben auch gleich den Orbit erreicht, so 1500 braucht ihr, wieder Fokus beenden und wieder abspeichern, wieder, ich mache keinen Namen, ich mache selten Namen rein. Oder fast nie. Jetzt gehen wir raus und diesmal machen wir es umgekehrt. Und zwar Erde, navigiere zu und dann wieder mit dem Zeitraffer, bis die Venus beim Transferpunkt ist. Und das scheint ein Booster von uns zu sein, der nicht auf der Venus gelandet ist.
Aber gut, davon lassen wir uns nicht stören. Hier haben wir den Transferpunkt und Stopp. Wieder ranzoomen zur Venus. Und wir sind ganz dicht hinter dem Transferpunkt. Ist ja ganz schön. So, einmal herum. Oh, das war zu viel. Deshalb mache ich einfach noch einen Orbit. Dauert ja nicht allzu lang. Jetzt wieder zum Pfeil zeigen. Also wenn hier aus der Kartenansicht rausgeht, mit der Kapsel zum Pfeil und das Triebwerk zünden. Ah, ich bin sogar ein bisschen zu weit weg. So, jetzt auf jeden Fall. Und das sollte dann klappen. Wieder die Apoapsis steigt. Diesmal halt noch schneller. Wir haben eine geringere Gravitation. Und auch weniger Treibstofftanks, die wir mit uns rumschlagen müssen. Oder rumtragen müssen. Schnell rauszoomen, bis wir zur Erde kommen. Und Begegnung. Jetzt Erde fokussieren. Und so. Wir haben noch 10%, also das ist ganz, ganz leicht. Jetzt nur noch Zeitraffer hoch. Hoch, hoch, hoch. Und jetzt warten wir, bis wir wieder kurz vor der Erde sind. So, und fokussieren nochmal. Und wir wollen ja nicht direkt auf der Erde landen. Das wäre ein bisschen doof. Sondern wir wollen seitlich in die Erdatmosphäre rein. Und das ist ein bisschen zu viel. Aber wir haben ja RCS-Düsen, können das ein bisschen besser bearbeiten. Und deshalb packt auf jeden Fall RCS-Düsen dran. So, ja, 10 Kilometer ist ein bisschen tief. Ich hätte gern so, ja, so 15. 15 wäre ganz gut. Und dann Zeitraffer beschleunigen. Und auch wie bei der Venus müssen wir kurz vor dem Eintritt in die Atmosphäre etwas loswerden. So, Zeitraffer, Zeitraffer. Und Stopp, Zeitraffer. Einmal umdrehen. So, einfach seitlich zum Pfeil zeigen. Auf den Separator, damit ihr weit genug weg seid von der oberen Stufe. Und wir sind in der Atmosphäre. Und oben links, da zwischen Karte und diesen drei Strichen, da ist die andere Stufe. Also wir sollten keine Probleme bekommen. Und wir sind wieder fast zu Hause. Alles, was fehlt, ist die Landung. Und die ist wirklich nicht schwer. Einfach den Fallschirm öffnen. Das sollte auf jeden Fall klappen. Zweieinhalb Kilometer, jetzt könnten wir schon
den Fallschirm öffnen. Ich warte aber gerne noch ein bisschen, damit das alles schneller geht. Spätestens bei 500 Metern solltet ihr auf jeden Fall den Fallschirm öffnen, damit ihr nicht zu Boden kracht. Also wir haben noch 500 Meter, 400, 300, 200, 100, 100 und öffnen. Oh, das war schon 400. Und mal gucken, ob es noch klappt. Okay, wir sind sicher. Da haben wir unsere letzte Stufe mit den etwa 10% Treibstoff. Ich sehe es nicht ganz, weiß nicht, wo es ist. Ach, da ist es. Seht ihr es ganz links am Bildschirmrand, klitzeklein? Ja, das ist die letzte Stufe. Und ein kleines Feuerwerk. Kabumm. Und wir sind auch gelandet. Sehr schön. Jetzt können wir in die Kartenansicht gehen und die Mission beenden. Also wir haben niedrige Atmosphäre verlassen, höhere Atmosphäre verlassen, Orbit erreicht, Einflussbereich der Erde entkommen und Einflussbereich von der Venus eingetreten, in der Atmosphäre von Venus eingetreten, in die niedrige Atmosphäre von der Venus eingetreten, auf der Venus gelandet, niedrige Atmosphäre verlassen, höhere Atmosphäre verlassen, Orbit erreicht, Einflussbereich von der Venus entkommen, Einflussbereich von der Erde eingetreten, in die Atmosphäre von der Erde eingetreten, in die niedrige Atmosphäre von der Erde eingetreten und sicher gelandet. Sehr schön, Mission beenden und gehen wir einfach zum Hauptmenü. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.